Dieses Jahr war einer der besten meines Lebens. Was geht, Corey hier? Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr konntet einige Feiertage feiern und habt euch gut erholt. Ich möchte heute mal wieder mit euch reden und euch erzählen, wie mein Jahr so war und darüber, was meine Vision ist 2021. Dieses Video mache ich auch ein bisschen so für mich, weil ich ein bisschen reflektieren möchte über das, was 2020 in meinem Leben passiert ist. Aber fangen wir erstmal an. 2020 fing an wie jedes andere Jahr in den letzten paar Jahren. Und zwar war ich auf Geschäftsreise, wo andere Leute es im Januar kalt hatten und bei Minusgraden hatte ich Sonnenschein, 25 Grad und konnte das Wetter genießen, während ich arbeite. Und dann durfte ich die wunderschönste Frau auf diesem Planeten heiraten. Hashtag Corona-Hochzeit. Wir waren zu siebt irgendwo im Park und haben uns da vor Gott trauen lassen. Meine Wohnung wurde von einer WG zu einem Zuhause, zu einem Ort, das ich Zuhause nennen kann. Ich durfte von zu Hause arbeiten und Leute, die mich kennen, wissen, dass ich nicht der Typ bin, der unbedingt rausgehen muss. Und so oft kam diese Frage, fällt dir die Decke denn nicht auf den Kopf? Und ich sage, nein, meine Decke ist flauschig. Ich habe mich wohlgefühlt zu Hause, alleine, also alleine zu arbeiten. Gott hat mich gesegnet mit, für mich, einer Riesenwohnung, in der ich alles habe, was ich brauche, um mehrere Monate zu Hause zu leben. Ich hatte einen wunderschönen Sommer. Anders, aber trotzdem schön. Außerdem bin ich angeblich wieder ein Jahr älter geworden, aber das halte ich für ein Gerücht. Und ich habe einen YouTube-Channel gestartet. Einen christlichen YouTube-Channel. Ich, der absolut verrückt ist, der keinen Satz geradeaus sprechen kann, der nicht die besten Videos machen kann, Ahnung von Ton, Licht oder Kamera hat. Nach 13 Jahren unnötigen Videos, die ich auf YouTube hochgeladen habe, hat mich Gott endlich an die richtige Stelle gesetzt. Gott hat mir schon diese Gaben gegeben, aber ich habe sie immer falsch eingesetzt. Oder was heißt falsch? Ich habe sie immer für mich selber eingesetzt. Und jetzt setze ich sie ein, um Gott zu dienen, um euch was weiterzugeben. Und euch damit zu erreichen. Mittlerweile sind schon 100 von euch, die wöchentlich meine Videos gucken. 16 Videos habe ich mittlerweile hochgeladen. Und wenn Gott es so will, wird das noch so weitergehen. Auch im Jahr 2021. Ich habe darüber geredet, dass ich an Jesus glaube. Habe ein witziges Video darüber gemacht, dass wir Christen witzige oder untypische Wörter benutzen. Ich habe euch gezeigt, dass die Bibel wahr ist. Euch gezeigt, ob Videospiele Sünde sind oder Tattoos Sünde sind. Hab euch auf eine Wanderung mitgenommen, hab euch in den Gottesdienst mitgenommen, hab mit euch über christliche Memes gelacht und das ist wirklich erst der Anfang. Ich habe noch so vieles mehr geplant nächstes Jahr. 2021 wird hoffentlich genauso krass und wenn nicht, dann noch besser. Ich möchte mich viel mehr auf diesen YouTube-Channel konzentrieren. Ich werde im Januar 21 Tage fasten. Davon werde ich ein paar Tage kein Essen essen, aber die vollen 21 Tage werden meine Frau und ich auf Medien komplett verzichten. Bis auf natürlich Online-Predigen oder sonstigen geistlichen Content. Ich werde auch weiterhin die Videos machen und die dann auch posten, aber Netflix, Disney, Streaming, YouTube, sonstiges, darauf werden wir verzichten und ich werde auch darüber ein Video machen. Werde auch darüber reden, was ist Fasten überhaupt und wie fastet man. Ich möchte nächstes Jahr darüber reden, was sind Gottes Standards. Wieso ein Christ nicht alleine sein sollte und sich Brüder und Schwester im Glauben suchen soll. Ob wir mit Nichtchristen zusammen sein sollten oder nur befreundet sein sollten. Ich möchte irgendwann eine Art Draw My Life machen, in dem ich darüber rede, wie ich zum Glauben gekommen bin bzw. mich bekehrt habe. Ich möchte euch allgemein ein bisschen mehr in mein Leben einladen, ohne es zu persönlich zu machen. Ich möchte weiter über christliche Memes lachen. Ich habe noch einige gefunden und diesmal auch welche auf Deutsch. Und ganz vielleicht, wenn Gott es so will, werde ich sogar in Richtung Poetry gehen, weil ich viele Gedanken habe und viele Texte, die ich gerne aufschreiben würde und vielleicht auch vortragen. Also mal sehen, was Gott
2021 mit mir und diesem Channel vorhat. Aber ich möchte vor allem mit euch, mit dir, der jetzt zuguckt, ein bisschen mehr interagieren, ein bisschen mehr austauschen. Ich möchte die Videos danach ausrichten, nach dem, was dir auf dem Herzen liegt und was gerade in deinem Leben so abgeht. Und ich möchte auch, dass dieser YouTube-Channel wächst und dass ich so viel mehr Menschen erreiche. Aber wenn ich am Ende des Tages nur eine Person erreiche, wenn nur eine Person sagt, sie hat Gott erlebt, dann ist es mir das schon wert. Wenn ich zurückgucke auf 2020, könnte man rein theoretisch auch sagen, dass mein Jahr nicht gut war. Wenn ich darüber nachdenke, meine Eltern konnten meine Hochzeit nicht miterleben, meine Fensterscheibe ist kaputt gegangen, meine Frau und ich konnten nicht wirklich in die Flitterwochen, meine Küche stand sogar einmal unter Wasser, wir konnten so gut wie nie in den Gottesdienst. Ja, ich könnte mich auf die negativen Sachen konzentrieren, aber Gott hat mich gar nicht so gemacht. Ich sehe nur Positives, weil ich bin glücklich mit dem, was ich habe und ich glaube, das ist von Gott gegeben, dass Gott mir dieses Mindset gibt. Deshalb muss ich sagen, dass 2020 einer der besten Jahre meines Lebens war. Ich denke, die Perspektive ist das, was für jeden wichtig ist. Auf was konzentrierst du dich? Bist du dieses Jahr gesund geblieben? Durftest du jeden Tag im Warmen schlafen? Hattest du jeden Tag was zu essen? Auf was konzentrierst du dich? Wir haben alles, was wir brauchen. Alles darüber hinaus ist Luxus. Gott könnte uns auch wieder alles nehmen. Und trotzdem würden wir ihn anbeten. Ich preise ihn, wenn es mir gut geht. Aber ich preise ihn auch, wenn es mir schlecht geht. Und ich möchte das jetzt nicht nur so raussagen. Ich möchte, dass ihr das mit mir erlebt. Das heißt, ihr werdet das Jahr 2021 mit mir erleben. Und ich werde euch sagen, wenn es mir mal nicht gut geht. Aber ich werde niemals aufhören, Gott anzubeten. Und damit hoffe ich, dass ich euch eine Sache mitgeben konnte. Einen Rückblick, einen Vorausblick. Etwas, was ich euch mitgeben kann. Es ist meistens nur ein Mindset, den wir switchen müssen. Und dann können wir Gott preisen, jeden Tag. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Ich hoffe, ihr habt jetzt noch eine schöne Zeit, wo auch immer ihr seid, was auch immer ihr tut. Geht, aber geht mit Gott. Core hier, ihr da. Alles klar.